Hey, wusstet ihr eigentlich, dass ganzes und dunkles Brot viel länger hält als geschnittenes und helles Brot? Ihr könnt euch einfach folgende Faustregel merken. Je höher der Anteil an Roggen, Vollkorn, Schrot oder Sauerteig ist, desto länger bleibt das Brot frisch. Um Brot allgemein länger frisch zu halten, solltet ihr außerdem wissen, wie man es richtig lagert. Brot wird am besten bei Zimmertemperatur unter luftigen und trockenen Bedingungen gelagert. Am besten dazu geeignet sind spezielle Brottöpfe aus Keramik oder Ton. Außerdem sollte angeschnittenes Brot immer mit der Schnittseite nach unten gelagert werden. Und bitte macht euer Brot nicht in den Kühlschrank und weder in Plastik noch in Papiertüten, weil das bringt überhaupt nichts. Wie verwertet ihr eigentlich altes Brot? Schreibt's mir in die Kommentare.